Fans und Sportfan, TV live, jetzt in Kreuzlingen. Bei mir der Präsident vom EOC Kreuzlingen im Eishockey. René Meier, ich begrüße dich recht herzlich. Wie läuft es in der Zweitliga beim EOC Kreuzlingen? Die Zweitliga-Saison ist abgeschlossen. Wir haben mit der jungen Mannschaft das Ziel erreicht, Liga halt. Wir haben keine größeren Ambitionen gehabt. Es ist, am Anfang hat es sehr gut ausgesehen. Wir waren lange Zeit an der Spitze gewesen und dann durch einen tragischen Unfall von unserem Captain hat sicher dazu beigeführt, dass wir nachher ein bisschen Strudel gekommen sind. Aber schlussendlich hat sich die Mannschaft souverän gerettet in der zweiten Liga. Ziel erreicht, Ziel erfüllt. Mehr haben wir gar nicht wollen. Gut, du giltst als umtriebener Präsident. Einmal zurücktreten, einmal wieder kommen, einmal zurücktreten. Wie sieht es jetzt aus? Wo ist der Stand? Gehst du rein? Gibst du dein Amt ab oder bleibst du? Also ich habe eigentlich offiziell meinen Rücktritt bekannt gegeben auf Ende dieser Saison. Ich bin natürlich jetzt im Moment immer noch dran, die neue Saison, wenn irgendwie möglich, normal auf Beine stellen können. Ein Nachfolger hat sich noch nicht, oder eine Nachfolgerin hat sich noch nicht gemeldet. Wir haben alles versucht, alles unternommen. Wir haben einen möglichen Kandidaten, der aber nicht sofort das Präsidium übernehmen würde, aber mindestens im Vorstand mithelfen und dann vielleicht ein Jahr später eventuell das Präsidentenamt übernehmen. Das ist aber immer noch in der Luft, ist noch nicht definitiv. Ich bin offen für alles, Kandidaten sofort an, also Freiwillige vor, wie man so schön sagt. Im Moment ist nichts, leider muss ich sagen. Es hat auch keine, jetzt für andere Ämter, wir haben noch weitere Vakanzen im Vorstand, beispielsweise das ganze Sponsoring, Presse. Es finden sich immer weniger Leute, die bereit sind, Ämter zu übernehmen. Sie bringen uns Kind in die Hockeyschule, Bambini, Piccolo. Nachher geht man Kaffee trinken, nachher holt man Kind wieder, aber Verantwortung übernehmen ist einfach schade, das fehlt mittlerweile. Sehr gut. Jetzt gehen wir aber ein bisschen an das, was Fleisch im Knochen hat. Zweitliga, ihr seid eigentlich im Kanton Thurgau der einzige Zweitliga-Verein gewesen, im Eishockey. Jetzt kommt ein neuer dazu, der SC Weinfelden. Er ist leider abgestiegen, gerade vor ein paar Tagen. Wie sieht das aus? Was sagst du da dazu? Ja, ist eigentlich tragisch, was passiert ist für den SC Weinfelden. Wir haben die letzten Jahre sehr gut zusammengeschafft auf der Aktivebene, Nachwuchs so oder so, seit Jahren eigentlich erfolgreich. Wir haben eine gute Zusammenarbeit. Jetzt durch die bekannten Ereignisse, Abstieg von Weinfelden, Vorgänger ist unser Trainer, der Gianni Dallavecchia, hat schon bei uns gesagt, er könne nicht bleiben, nicht mehr bei uns, geht auf Weinfelden. Jetzt im Moment ist natürlich Weinfelden ein Konkurrent im weitesten Sinn. Man versucht Spieler von uns zu holen oder Spieler melden sich bei Weinfelden. Es spielt eigentlich im Prinzip keine Rolle, wie es genau läuft. Es ist eigentlich wichtig, wäre es, dass man an einem Tisch sitzen, sich Gedanken machen, macht es Sinn, im Thurgau näher bei den zwei Liga-Mannschaften zu haben. Es ist immer eine Frage vom Geld. Es kostet Geld. Weinfelden hat Ambitionen, will so schnell wie möglich wieder aufsteigen. Wir haben die Ambitionen nicht. Trotzdem kostet die zweite Liga-Mannschaft Geld. Wenn es nach mir gehen würde, und ich bin da nicht allein, da sind viele Leute, die gleicher Meinung sind im Thurgau, müssen wir eine zweite Liga machen. Mit jungen Spielern, ambitionierten Spielern, die es vielleicht noch nicht ganz schaffen in der ersten Liga. Und wenn man halt dann mal aufsteigt, im Jahr oder zwei oder drei, steigt man auf. Auch dann geht man vielleicht nicht mit Ambitionen in die erste Liga, sondern eine reine Ausbildungsmannschaft. Und das sollte sich eigentlich auch Weinfelden ein bisschen hinter die Ohren schreiben. Nicht schon wieder das Ziel haben, Aufstieg in die erste Liga. Man hat ja gesehen, wie es mit dem EC Wil passiert ist. EC Wil ist durchgereicht worden bis in die dritte Liga. Ich würde nicht behaupten, dass das Weinfelden passieren kann oder könnte passieren. Aber wenn man wieder aufsteigen will aus der zweiten Liga, dann muss man mit erfahrenen Spielern muss man die neue Saison angehen. Das heisst, es müssen eigentlich Erstligaspieler sein, gute Erstligaspieler, die Zweitligasaison bestreiten, dass man überhaupt eine Chance hat zum Aufsteigen. Das kostet Geld und da muss man sich fragen, ob das Sinn macht. Die Zusammenarbeit ist im Moment ein bisschen getrübt, kann man ganz klar und deutlich sagen. Aber wir sind offen. Ich habe auch in den nächsten Tagen noch mal eine Sitzung mit dem Sascha Thür und mit dass man vielleicht gleich eine Einigung finden tut. Das steht aber im Moment noch in den Sternen. Also man hört am Hintergrund, es ist nicht alles so ganz klar, es ist nicht ganz gut, es sind Visionen, oder sagst, man sollte umsetzen. Hat es Leute, die das verhindern oder hat es Leute, die das fördern? Wie siehst du das? Verhindern würde ich nicht sagen. Ich glaube, es muss einfach am hintersten und letzten Mal bewusst werden, dass wir jetzt die Chance haben, im Thurgau nochmal einen Schritt näher zueinander zu machen. Wir haben ja zwei Erstliga-Clubs. Wir haben Pikes, erfolgreich. Gut, gestern Abend gar nicht, aber jetzt geht es halt weiter. Wir haben Frauenfeld, wo im Abstiegsstrudel war, aber sich souverän retten konnte. Also mit zwei Erstliga-Clubs haben wir. Das ist in meinen Augen
das genügt. Also mehr braucht es nicht. Wir haben die Spieler nicht dazu. Und wenn wir jetzt den Jungen, die die Chancen nicht können, überkommen, in der ersten Liga oder in der ACB, das mit einer Zweitligamannschaft, Jungen, das langt. Also die Diskussionen müssen nochmal entfacht werden, in meinen Augen. Und es ist immer eine Frage, wo hat man Präferenzen, wo hat man Ziel? Hat man die auf der Aktivstufe oder hat man es im Nachwuchs? Und für mich ist ganz klar wichtig im Nachwuchs. Der Nachwuchs ist viel wichtiger, als auf der Aktivstufe irgendwelchen ausrangierten Spielern vielleicht noch Möglichkeiten geben, ein bisschen Hockey zu spielen und ein paar Franken kassieren. Wichtig ist, dass wir unten in der Hockeyschule 50, 60, 70, 80 Kinder haben und dann auf der nächsten Stufe entsprechend. Und wir haben das im Moment in Kützlingen. Das ist erfolgreich, wenn wir umsetzen, weiter umsetzen. Wenn wir keine Spieler mehr haben, weil alle abwandern auf Einfelden, wenn wir sich jetzt nicht einigen tun, dann haben wir halt einfach keine Zweitliga-Mannschaft mehr. Sehr gut. Danke vielmals, René, für das Votum. Du hast es aufgezeigt. Ich denke, auch da ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten, dass wir miteinander in die Zukunft gehen. Weil wir brauchen auch im Thurgau, neben dem Regionalsport, den wir sowieso betreuen, erfolgreiches Eishockey. Ich danke dir vielmals, dass du heute gekommen bist. Merci. Merci. Danke.